Zielpunkt angekommen, geht es nun um den weiteren Ausbau der neuen Basis und um eine Holzwendeltreppe. Warum ich diese erwähne? Keine Ahnung, aber seht's euch an. Na Dolly, kommt ihr mit? Da kommt Dolly. Sehr schön. Und Pick wird ja, ist immer noch sehr langsam. Ich muss noch ein paar Bären rausschmeißen. Ich land mal wieder kurz. Ist der Pick wahrscheinlich auch gleich wieder angerannt kommen? Kommt ein Schwein angerannt. Ich also, bewege mich. So, der hat noch genug zu fressen, das ist gut. Da. Schneller geht's nicht. Na, ist ja halt so voll, ne? Mit Bären. Kannst du noch ein paar Bären rausschmeißen? Lass mir doch mal den Spaß und den so langsam laufen. Okay, dann lass ihn langsam laufen. Mann. Wenn du das willst, kannst du ruhig noch irgendwann laufen. Ich dachte, das ist jetzt einfach so. Weil du die Bären nicht rausschmeißen willst. Nee, ich wollte einfach nur mal so ganz lustig in Zeitlupe laufen lassen. Warum kommt Pick eigentlich jetzt nicht angerannt? Entfernt 2108 Tintobären. Komm gar nicht mit Zählen hinterher. So, Pick, wo bist du? Bist du noch unter den Steinen? Kommen die alle? Hello, offen alle, ja. Ach, Pick ist noch hier. Okay, da ist Pick. So, Dotri ist auch da. Du hast so lange genug gewartet und jetzt hat er auch das gleiche Tempo wie du. So. Siehst du es schon? Warte mal. Ich guck gerade, war das jetzt. Das war hier irgendwo am Strand. Da drüben. So in der Richtung, in die ich gerade fliege. Okay, nee. Da ist so ein Holz am Strand. Aber wir haben ja schon ein Stück gebaut dort. Ich werde erstmal wieder kurz hier. Ah, jetzt entsteht es langsam. Da war noch ein Stück weg, ne? So, ich lande mal kurz. Also in die Richtung, wo ich bin, müsstest du lang. Ja, ich bieg gerade ab hier. Um dann da vorne irgendwie runterzukommen. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwo runter geht. Mal gucken. Schau auch mal, wie es hier aussieht. Hier lang. Ach doch, hier. Kommst du hier lang und dann geht's hier zum Strand runter. Gut. Läuft. Dann kommst du gut hier lang. Passt. Ich sehe auch keine Raubtiere. Zumindest jetzt nichts, was uns so gefährlich werden könnte. Da ist ein Pteranodon bei uns im Gebiet. Verschwinde! Aber es sind noch einige, die es ist einiges los. Ja, macht ja nichts. Und wir dann gerade hier drüben, weil dann musst du ja wieder ein Stück zurück, um zu dem Übergang zu kommen. Aber du musst ja halt erstmal runter. Ich guck mal kurz, was hier für Dinos sind. Irgendwas ist, was uns gefährlich werden kann. Sieht nicht so aus. Nee, sind alles bloß Pflanzenfresser. Sehr schön. Da können maximal wir gefährlich werden. Oh, Dolly ist schnell hier runtergerannt. Dolly ist da, Pick nicht. Ich hab keine Ahnung, wo Pick abgeblieben ist wieder. So, ich bin wieder bei euch. Ein Anblick ist das hier. Na, du versuchst jetzt hier so runterzukommen, aber mit dem ist ja kein Problem, ne? Weniger. Genau, ein Stück links geguckt, hast du den flachen Übergang. Dort musst du rüber. Ja gut, wenn es jetzt ein bisschen tiefer wäre, kriegt er trotzdem keinen nassen Bauch, der Bronto. Nee, der nicht. Bei dem wäre das egal. Ja, das geht. Ey, schade. Was wolltest du machen? Auf dir landen. Wir so, landen? Auf dem Brontosaurus. Fliegst du auf mich? Oh, ich fliege auf dich. Schwirrt mir einer um den Kopf rum. Ich verdrehte den Kopf. Knack, oh, zu viel. Oh, Spinne hat ein Dodo gekillt. Na, wo hänge ich denn jetzt fest? War das jetzt unser Dodo? Nee, dort stand nur Dodo. Hier oben sind noch welche. Die kommen nicht mit.
Die holen wir dann gleich. Nee, ich mach mal gleich mal hier auf. Hoff mal, deine One weit genug weg. Ja, ansonsten folgen sie dir, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich bin ja gleich da. So, seid ihr alle da? War ein kurzer Weg, aber eine lange Reise. Du bist ja gleich da, ne? Ja. So, kommt jetzt mit. Ein Stück hier vor. Komm. Nein. Was denn? Der Vogel hat mein gegrilltes Fleisch geklaut. So ein Mist. Ich geb dir welches, wenn du da noch was brauchst. Na, wo hänge ich denn jetzt fest mit dem Dino? Oder so zu erschöpft, um sich zu bewegen? Muss mal absteigen und prüfen. Nahrung habe ich zum Glück noch voll. Das ist frech, Dachs. Ich hoffe mal, die. Ja, die sind ganz schnell hinterher gekommen. Zumindest der. Terra. Mal sehen, ob die anderen noch kommen. Die wissen ja eigentlich einen Weg, dann müssen wir dann nochmal rübergehen. Ich sammle jetzt erstmal, zumindest versuche ich Bären zu sammeln. Aber wir hatten doch hier auch ein Lagerfeuer, ne? Ja. War da nicht auch schon was drin? Jupp. Ich nehme gleich mal das 28er Paket raus. Vielleicht hier vorne ein Spooky. Komm, geht mal rüber. Ja, das ist ein Spooky. Komm, Vogelfieh, geh mal rüber. Den töten, oder? Was? Nee, ich will den hier vorne parken. Den großen. Ach so, er kommt angerannt. Okay. Das ist das Schöne, wenn er angerannt kommt. Dann kann ich ihn viel einfacher treffen. Dann kann ich ihn richtig schön auf den Kopf zielen. Habt ihr wieder Fleisch bekommen? Das lege ich direkt mal wieder hier rein. Mhm. Kann ich nicht. Das ist verdorbenes Fleisch, Holzkohle, Fleisch und dann war's wieder. Hier fliegt so ein blöder Vogel. Holz und Stroh. Ab. So, ich stell dir jetzt erstmal. Tja, Vogel. So, Dolphi und. Da kommt Dolphin, da folgt Flügge, okay. So. Zack. Genau, die folgen jetzt alle Flügge. Haben wir eigentlich schon so einen Vorratsdings? Nee, ne? Nee, also ein Schrank steht dort. Ich meine, jetzt für die so einen. So ein Trog? Nee, dafür braucht man, glaube ich, die Werkbank. Ach so. Ah, da müssen wir die Werkbank nochmal bauen. Und dazu braucht man jede Menge Material, glaube ich. So, okay. Werkbank, Werkbank, wo war denn die Werkbank? Nee, Futterdruck kannst du direkt so bauen. Ach so, ging direkt ja, so. Ja, 40 Fasern, 120 Holz, 8 Metall und 60 Stroh. Man braucht halt reines Metall, keine Metallbarren. Ach, diese Klumpen, ne? Genau. Die finden wir aber auch. So, ich mache erstmal ein bisschen Pronto leer. Jetzt bin ich aufgestiegen. So, 6 Metall habe ich schon. 7... 8 Metall habe ich. Das hat schon mal geklappt. Jede Menge Feuerstein und anderem Zeug. Das lege ich da mal weg, weil sonst wiege ich zu viel. Feuerstein weg. Stein weg. Denn was brauchte ich jetzt noch? Holz, Fasern und Stroh. Bronto, komm mal her. So, Bronto. Ich nehme dir etwas Holz weg. Stroh weg. Fasern weg. Reicht das jetzt schon? Nein, weil ich noch mehr Holz brauche. Okay, nehmen wir noch mehr Holz weg. So, Futtertrog wird hergestellt. Ja, oh, sehr schön. Dann können wir die ganzen Bären da reinlegen dann. Oder zumindest den Teil. Den Futtertrog halt. Werde ich direkt hier auf das Holzding mit platzieren. Mhm. Am besten rein, richtig ein bisschen zentrummäßig, ne? Damit wir ringsherum die Dinos platzieren können. Das ist, denke ich mal, ein guter Plan. Sehr gut. So, nehmen wir das. Legen wir das mal hin. Hm? Machen wir erstmal so. Machen wir erstmal. Dann platziere ich noch die zwei Fundamente, die ich hier noch habe. Eins, zwei. Dann kommt der Futtertrog hier hin und den platzieren wir. Wollen wir so vorwärts laufen, nicht rückwärts. Platziere den mal hier hin. So, Futtertrog ist platziert. Sehr schön. Und da können wir dann jetzt wieder Sachen reinlegen. So, fangen wir mal an mit. So. Die ganzen Bären. Du kommst mit. Du kommst. Ist, ja, behalten. Komm mit. Komm mit. Du kommst jetzt einfach mit.
zu viele Bären genommen, jetzt kannst du dich nicht bewegen. Na Dodo, du lebst auch noch. Du hast die Reise überlebt. Hat dir die Reise gefallen? Ach, da oben steht der Fototruck. Kleiner Dodo. Falsch, das wollte ich noch. Hier gehört ein paar Gesundheit, damit du ein bisschen länger lebst. So. Die ersten Dinos kommen in die Hütte. Juhu. So, und stopp. Die ersten platziert? Mal auch noch Fleisch dann reinlegen, ne? Jetzt kommst du noch mit. Ich drohe wieder zu verdursten, aber ich stehe direkt am Wasser. Ach, ich wurde angegriffen. Was ist angegriffen? Ja, von so einem Dichtionis. Oder wie auch immer das Vieh hier ist. Jetzt gehen sie alle auf den los. So. Danke. Jetzt kann man hier wieder U drücken, damit die auch mal landen. Willst du hin, Dolly? Dolly, komm mal mit. Das muss auf jeden Fall noch ein Stück größer werden, da bei den Dinos. Ja. So, Dolly. Du kommst jetzt auch hierher. So, ich habe Bären und Fleisch. Das ist gut, die haben jetzt auch den oben drauf. Gut, ich guck mal, ob Littlefoot hat den noch nicht oben drauf. Er könnte noch zu weit weg sein, ne? Ja, ich hole ne gerade. Ach so. Kommt er? Dolly läuft selber durch die Gegend. Kann man ihm ein Befehl geben oder Meryl laufen? Jetzt hat er einen Futterdruck drüber. Und was mit euch hier, ihr Nasen? Steht ihr hier noch so rum? Was, warum läufst du denn so? Ach ja, der ist auf Wandern gestellt da. Achso. Deswegen, deswegen war der vielleicht doch weg und ist vielleicht auch einfach mal sonst wohin gerannt. Das kann sein. So, ich habe eine Wandermaff deaktiviert. Einen wunderschönen guten Abend, Alexa. Hallo. Wir waren gerade sehr intensiv hier im Spiel drin, deswegen habe ich dich. Ich weiß nicht, wie lange der jetzt schon da steht, aber. Ist mir gerade eben aufgefallen. Sorry, weil es so lange gedauert hat. So, die haben jetzt alle einen Fotodruck drüber. Also wir haben jetzt den Umzug gemacht, wir haben die ganzen Dinos geholt und wir sind jetzt hier in der neuen Base, die wir hier so schön markiert haben. Wir haben jetzt nicht alles mitgenommen, wir haben versucht, so viel wie möglich mitzunehmen. Ist das mit Littlefoot weg, oder? Hm? Glaube ich schon Littlefoot nochmal ran. Darfst du, ich bin nur auf so sehen aufgestiegen. Achso, weil ich nehme aber sehr Holz und Fasern mit Leder und so. Okay, dann nimm du das dem raus. Ich wollte jetzt nicht alles rausnehmen. Nehmen wir mal die halbe Bola. Ein bisschen was rausnehmen. Ja, wir wissen ja, wo wir dann was finden, wenn wir was suchen müssen. Dann ist ja gut, wenn es nur so knapp war. So, okay. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen was wieder in den Schrank gelegt. Oha, das krabbelt immer so im Bauch. Jetzt werden wir erstmal wieder was essen. Ich hoffe, dir geht's gut, Alexa. Du hast den Samstag schön verbracht. Dann schauen wir mal. Ist das ein Bronto nochmal da hinten? Hm? Der auch so groß ist. Oder ist das ein Diplodocus? Das ist zu klein für ein Bronto. Oder? Weiß ich nicht, ich sehe ihn nicht. Ein Diplodocus. Ein Diplodocus. Damit jetzt angreifen. Ich mach gerade ein bisschen die Dinos leer. Willst du um mich los? Ja, da greif mich an. Keine gute Idee von dir. Wo bist du? Oh, voll ins Auge geschossen. Du hast ein Problem, wenn du zu mir kommst. Denn wir haben einen Spino. Da, schön mit drin. Alles super. Ah.
So, und schon ist er weg. Ja, das ist natürlich gefährlich, wenn man jetzt einfach mit losgeht. Ich hätte auch selber mehrfach auf den schießen können. Hier ist dann noch unsere schöne neue Hütte. Die folgen dir alle noch, ne? Ah, oh, echt? Ich dachte, die folgen dir. Nee, die folgen dir. Ich hab die nie auf Folgen gesetzt. Alles klar. Ich dachte, ich hab dich mal pfeifen hören. Nee, das ist nicht. Ich prüf mal kurz, ob die Betten funktionieren. Hier steht Besitzer Maxi Kaufer. Willst du sterben? Und dich respawnen lassen? Was? Testen, ob die Betten funktionieren. Ich hätte es anders formulieren sollen, ich weiß. So. Spargelpfannkuchen. Das klingt interessant. Also bei dem Pfannkuchen gehe ich mit. Mit lecker Nuss-Nougat-Creme oder so. Aber so ein Spargelpfannkuchen schön mit Hollandaise, also das ist bestimmt was Feines. Nein, ich mag keinen Spargel, ich bin kein Spargel. Also. Aber man kann das nicht so in so einem Pfannkuchen. So beschmiert mit Hollandaise, darauf Spargelstangen und da drauf dann noch quer, das muss ganz wichtig, muss quer sein. Gebratener Bacon. Also, das wäre doch, oh. Jetzt geht's los. So, was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte weiterbauen, ne? Ich überlege gerade, ob man von hier oben vielleicht so einen Ausguck machen kann, also so einen Turm, dass man im Notfall auch von da runterschießen kann. Das ist ein Plan. Da ist ein... Achtung. Ja, ich sehe schon. Ich muss jetzt nur erstmal gucken, wo ich meinen Speer hingesteckt habe. Ich musste nicht schießen, okay. Ich habe die ganze Zeit anvisiert, aber ich wollte dich nicht abschießen hier. Wupp. Fallenden Kopf. Was können wir machen? Lass mal sehen, ob wir den direkt hier vorne mit hin platzieren. Oh, mit Käse überbacken. Nimm die Spargelstange raus und dann... Wobei, ich muss sagen, grüner Spargel geht auch mal noch. Den weißen mag ich gar nicht. Den hatten wir probiert, als der Kleine anfing, so Brei und sowas zu essen. Da haben wir auch Spargel mal gegessen. Der fliegt mit meinem Steinpfeil davon. Was soll das? Gib ihn wieder her. Aber wenn wir hier hinten den Ausguck hinmachen, hier so oder so, weit genug weg, dass die Dinos nicht gefährdet werden... Wo wolltest du jetzt? Ach, dort hinten. Muss ja irgendwo hin, dass die Dinos nicht gefährdet werden. Aber muss ja auch irgendwo hin, dass wir auch rankommen. Oder wir setzen das hier unten auf den Strand. Oh, hier geht's tief runter. Also, ja, da solltest du nicht einfach runtergehen. Also hier vorne, gerade hin, wo der schmale Übergang ist, irgendwo mit hin oder so. Da könnte man Dinos anlocken, so zwischen die Felsen oder so. Flammi plant ein Art-Projekt. Bin mal gespannt, was das wird. Ja, ich auch. So, was liegt da eigentlich noch für ein Sack, ein Rucksack? Vielleicht von einem Dino? Vom Diplodocus ist das. Ja, was hat denn alles geladen? Sauropodenwirbel haben wir da. Eine Trophäe. Ja, ich nehm's mal mit. Mach das, ich guck mal hier vorne wegen dem Turm. Weil ich habe da einen groben Plan. Ich kümmere mich um den Turm. Ich möchte auch eine Aufgabe haben. Genau, du baust den Turm. Ich denke mal, es reicht ein Holzturm, ne? Ja, ich hätte so einen Stein genommen. Hier sind ein Haufen Steine ringsrum. Also, aber die Treppen können wir dann holztechnisch machen, ne? Ja. Weil da könnte ich dir Treppen herstellen. Ich habe nämlich die Holzwendeltreppe aktiviert. Aber die kannst du ja auch selber herstellen. Kann ich auch herstellen. Weil die Holzwendeltreppen nehmen weniger Raum weg. Und dann kannst du schon da oben haben. Ich muss nochmal gucken, wie groß das ist. Was plant man denn da so viel? Das ist für mich eher das... Hier eine Mücke oder was? Hab gedacht, hier ist eine Mücke. Ich guck mal, was ich alles herstellen kann. Ich werde jetzt erst einmal wieder ein paar... Ich muss erstmal was essen. Das prüfe ich auch erstmal, wie hier aussieht. Wasser geht alles noch. In Ordnung. Fundament. Aber guck, man kann sowas auch sehr planen. Aber... Ja. Ich plane so grob, was wir vorhaben. Der Rest kommt sowieso spontan. Gehe ich erstmal zum Diplodocus. So, Fundamente, nur 3 Stück. Ja, stimmt, wenn nur 80 Holz gleich für so Fundamente. Gut, dass wir das ganze Holz mitgenommen haben. Ja. Jetzt kann ich nochmal eins. Da braucht man wirklich viel.
so, ein eigener Surfer. Ja, das mit dem eigenen Surfer, das habe ich nicht gemacht, außer halt den, der jetzt auf meinem Rechner läuft. Einfach aus dem Grund, ich möchte keine monatliche Gebühr zahlen. Weil ich nicht mal weiß, wie... Also eigentlich ist das Ziel, das wirklich so abzuschließen. Aber wenn irgendwann dann doch die Lust nicht mehr da ist, ist ja doof, wenn man die ganze Zeit ein Geld reingesteckt hat. So, das Spiel kostenlos bekommen, jetzt spielen wir es einfach. So aus Lust und Laune und das wird schon irgendwie. Genau. Fundament. Ich brauche weiter Fundament, nur Holz. Holz ist schon wieder alle. Hat er unten noch Holz? Achso, das hatte ich gerade rausgenommen, aber ich kann dir auch was geben noch. Ja, ich kann doch selber noch Holz holen, schon mal gucken, ob er noch mehr Holz hat. Aber schon alle, ne? Ja, das hatte ich jetzt, da war nicht mehr viel drin. Und in die Kiste hast du kein Holz gelegt? Ich guck mal. Nee. Geht auch kein Holz. Gut, weiß ich Bescheid. Ist ja kein Problem. Für Holz kann ich sorgen. Dann hole ich Holz. Denn hier ist ein Baum. Baum bringt Holz. Können wir jetzt gleich mal wieder herstellen. Ich habe wieder ein bisschen was. Nochmal 4 Stück. Dann haben wir auch schon wieder 8 Fundamente. Ja, wenn die einmal was im Kopf haben, kriegt man das nicht mehr so schnell raus. Aber ist doch schön, wenn sie sich Ziele setzen. Aber ich glaube, das ist überall so. Hat man einmal einen Gedanken gepflanzt. Habt ihr das gesehen? Die Steine sind in die Luft geflogen, als hätte Maxi chaotisch diesen Stein gesprengt. Kannst mal sehen, ich hatte noch Zündpulver. Sorry, dass ich jetzt ins Wort gefallen bin, aber das war so geil, das Bild. Und ich hab's aufgenommen. Sonst kannst du auch drehen. Oh, das Haus. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Ich muss ja auch nicht, ich kann die auch von unten legen. Ich bin jetzt gerade völlig verwirrt. So. Hier kann ich nicht, das wäre dann tiefer, aber das will ich nicht. Hier will ich dann nicht so weiter. Dann machen wir das so. Aber jetzt kann ich wahrscheinlich... Jetzt sollte ich erstmal aufhören mit Platzieren und die erstmal alle ein Stück wegholen, sonst funktioniert es mit dem Bauen nicht. Das war das J, ne? Das ist wegholen, ja, J. Ja. Und U ist stehen lassen. Kommt mal alle ein Stück her. Oh, nicht so schnell. Der Bronto rennt plötzlich. So, ihr seid alle noch. Gut, ihr habt sogar alle noch in der Nähe vom Futterdruck. Das ist gut. Dann kann ich nämlich erstmal ein bisschen weiter platzieren. Weil nicht, dass ich plötzlich eine Schildkröte einfange in dem Holz. Gut, die Fackel ist jetzt mittendrin, aber ist egal. Macht nichts. Ja, guckt die Fackel aus dem Holz. Kann man die trotzdem anzünden? Geil. Das sieht aus. kaputt. So, Feuer löschen. Also hier, wir bauen hier Sachen, also. Hier schwebt ein Stein. Ich kann Kunst. Hier schwebt der Stein. So. Das ist ein Kohlhaufen, ist gerade verschwunden. Aber das stimmt, daraus könnte man einen guten Clip machen. Der Vorteil ist, das kann ich auch im Nachgang noch. Zwar dann nicht bei Twitch, aber woanders. Ich brauche wieder Holz wahrscheinlich. Genau, jede Menge Holz. Jetzt gehen wir weiter aufs Gewicht, damit ich auch noch Holz kann. Kann ja mal bei dir oben ein bisschen was abbauen, ne? Ja. Du brauchst nicht ganz so viel Holz, glaube ich, oder? Nö. Dann nimm mal hier oben mal ein bisschen Bäume weg. Weil du baust ja eh auf Stein, ne? Hast ja. Du gesagt. Ich weiß gar nicht, wie groß die Holzwendeltreppe ist. Ich will mal gucken. Das weiß ich auch nicht. So, ich bin überladen. Da können wir gleich mal wieder hierher gehen und Fundamente platzieren. Oder was? Die kostet 200 Holz. Ich stell mal so eine Treppe her. Mist. Was denn? Ich werde angegriffen. Achso. Kommst du zurecht? Sind die Holzwendeltreiber hier? So. Ich habe einfach mal die Flucht gewählt und. Die hatten jetzt Spaß. Was auch immer das gerade war, ich habe es nicht mitgekriegt. Weiß nicht, angegriffen wurde.
ich muss jetzt so. Jetzt habe ich ein Problem. Ja. Meine Rüstung ist kaputt. Oh. Und ich habe keine Werkbank, weil die müssen wir erst noch bauen. Ne? Aber im Schrank liegt Lederrüstung. Die hatte ich mir mal, als ich gestorben war, noch mitgenommen gehabt und dann aufgehoben für alle Fälle. Erstmal, weil ich brauche eine Hose. Was ist das hier? Das sind die Handschuhe. Helm brauche ich. Hose, Handschuh, der Rest ist... Hier sind die Handschuhe, da sind die Handschuhe, gut. Sieht zwar jetzt ein bisschen komisch aus erstmal, aber ist egal. Ich habe jetzt eine Mischung aus verschiedenen Rüstungen. Aber jetzt weiß ich auch, ich muss die Werkbank bauen. Aber ich habe auch gerade mal die Wendeltreppe gebaut. Mhm. Um mal zu sehen, wie groß die ist. Ich setze die jetzt einfach mal hierher. Bist du in der Nähe? Na, ich bin hier vorne, da, wo wir gesagt haben, bei dem schmalen Übergang. Warte, ich komme. Wo ist er da? Wo bist du? Die Wendeltreppe wird auf zwei Feldern direkt nebeneinander gebaut. Okay. Siehst du sie? Mhm. Weil jetzt kann ich nämlich die wieder aufheben und muss sie nicht abreißen. Okay. Achso. Machen, aufheben. So. Dann kann ich sie nämlich in den Schrank legen. Dann ist sie nämlich gebaut, weil die kostet 200 Holz. Oh, dann nehme ich sie gleich mal mit und probiere das mal aus. Kannst du da mitnehmen? Okay. Dann kann ich sie rausschmeißen. Ja, kannst du auch. So. Hose, Hose. Wenn du sie eh nicht brauchst. Ich hab doch mitgehen. Ach ja, die liegt unten in der Leiste. So, und dann... So, liegt sie draußen. Ach, danke. Du kannst sie gleich mal platzieren und ich mach weiter bei den Fundamenten. Ich drohe zu verdursten. Oh, ich trinke auch mal was. Oh, ich kann nichts trinken, ich habe eine Axt in der Hand. Ich bin zu langsam. Komm, komm, komm. Ich kann nicht rennen. Weil ich gerade baue. Und natürlich wieder meine Flasche leer war. Ja. Ach, ist das schön. Typisch. Komm. Immer dann kommt das. Jetzt gucke ich da mal nach Essen. Dann nehme ich auch mal wieder was. Drei Steaks reingepfiffen. Ja. Mama, die Wendel. Jetzt nehme ich Fleisch, will ich nicht unsere Leiste haben. Ich möchte hier das. Okay. Damit ich hier weiter platzieren kann. Hier geht's nicht. Bauen das Ganze weiter in die Breite, ne? So, hier. Hier. Da. Gar nicht so einfach, die Wendeltreppe zu platzieren. Aber hier hinten, die Außenwände, würde ich so platzieren, wie das, wo man auch das letzte sieht, weil irgendwo unter dem Sand sind nämlich keine Fundamente mehr und dann hätte man eine komische Eckwände, wie das gut aussieht. Was werden wir dann sehen? Ja, mal sehen, wie wir das machen. Einen wunderschönen guten Abend, Flammi. Hallo. Ups. Jetzt einfach mal hingesetzt. Und denk dran, nicht zu viel planen. Manches muss auch spontan sein. Von was rede ich wohl? Deine Mutter hat geflüstert. Sehr laut. So, hier ist ein Baum. Komm ich irgendwie hin? Ja. So, einfach durch. Ein Baum mit viel Holz. Jetzt bin ich überladen. Jetzt kann ich wieder... Konnte man das Fundament eigentlich auch wieder abreißen? Ja. Kannst du alles abreißen. Wenn du es nach gewissen Zeit machst, sogar wieder aufnehmen. Und jetzt wird es... Fasern sein, die ich mal brauche. Oh, mal was anderes. Ich brauche mal Fasern. Aber da hatte ich doch was. Da hatte ich doch was. Den Speer nutze ich eh nicht. Aktuell. Da kann ich mit der Axt angreifen. Ich hab doch hier nichts sicher. Zerstörung. Und er hat so eine geile Stimme. Flieht vor dem Gott der Zerstörung. Nein, wir sind da lang gelaufen. In alle Richtungen. In wirklich alle Richtungen.